Aladdin und die Wunderlampe. Es war gewiss ein Zufall, dass Aladdin eines Nachmittags in einer verfallenen Höhle eine alte Öllampe fand. Er nahm sie mit nach Hause und, um den Wert seines Fundes festzustellen, versuchte er, sie ein wenig blank zu putzen. Doch kaum hatte er begonnen, sie zu reiben, da kräuselte sich feiner Rauch aus ihrem Docht, wurde dichter und nahm die Gestalt eines furchterregenden Dämons an, einem Riesen der Vorzeit gleich. Der sprach mit lauter Stimme: »Herr, was befiehlst du?« »Wer bist du?« fragte der erschrockene Aladdin. »Ich bin der Diener dessen, der diese Lampe in der Hand hält. Sprich, was willst du von mir?« Aladdin fasste sich schnell, und da er und seine Mutter in Armut lebten, sprach er: »O, du Diener der Lampe, ich bin hungrig. Bring uns etwas Gutes zu essen.« Der Geist verschwand und erschien bald darauf mit einem großen Tisch aus reinem Silber. Darauf standen 12 goldene Schüsseln mit vielerlei Gerichten, Wein und Brot. Sie setzten sich an den Tisch und aßen mit großem Appetit, und es blieb noch etwas für den Abend und für den anderen Tag. Als sie dann sahen, dass nichts mehr übrig war, nahm Aladdin eine von den Schüsseln und verkaufte sie, da er ihren wahren Wert nicht kannte, für einen Golddinar. Schnurstracks ging er zum Bäcker, ließ sich den Dinar wechseln und kaufte Brot und alles, was sie brauchten. Sie lebten eine Zeit lang davon, dass er eine Schüssel nach der anderen forttrug. Als er eines Tages wieder auf dem Weg zum Bazar war, hörte er, wie der Herold ausrief: »Auf Befehl unseres gnädigen Herrn, des größten Königs unserer Zeit, sollen alle Leute ihre Läden schließen und in ihre Häuser gehen. Denn die Tochter des Sultans, des mächtigsten Herrschers des Jahrhunderts, will sich in das Bad begeben. Jeder, der diesen Befehl missachtet, wird mit dem Tode bestraft werden.« Da überlegte Aladdin, wie er die Tochter des Sultans, von deren Schönheit alle Welt sprach, dennoch zu sehen bekäme. Er versteckte sich heimlich hinter der Tür des Badehauses. Als die Prinzessin dort angelangt war, hob sie den Schleier. Und Aladdin sah, dass sie so schön war, wie er kein Mädchen zuvor gesehen hatte. Er eilte nach Hause und flehte seine Mutter an: »Wenn du mich lieb hast, so geh zum Sultan und halte für mich um die Hand seiner Tochter an.« Die Mutter erstarrte ob dieses vermessenen Wunsches. Aladdin aber ließ den Dämon der Lampe eine Schale der kostbarsten Edelsteine herbeischaffen. Die sollte die Mutter als Gabe für den Sultan mitnehmen, damit er ihr Gehör schenke. Die Mutter trug ihr Anliegen vor und sagte: »Habt Nachsicht, Herr. Ich konnte meinem Sohn diese Gedanken nicht austreiben. Lieber, so hat er gesagt, wolle er sterben.« Der Sultan lächelte nachsichtig und fragte: »Was habt ihr da in der Schüssel?« Und als er die blitzenden und leuchtenden Edelsteine sah, war er über die Maßen erstaunt und sprach: »Wer mir ein solches Geschenk machen kann, ist es wahrlich wert, mein Schwiegersohn zu sein.« Er wandte sich zu der Mutter Aladdins und sprach: »Geh zu deinem Sohn. Ich gebe ihm mein Wort, dass er meine Tochter zur Frau erhält. Nur möge er sich 3 Monate gedulden, damit ich die nötigen Vorbereitungen zur Hochzeit treffen kann.« Da war Aladdin außer sich vor Freude. Doch vor Ablauf dieser Frist kam ihm das Gerücht zu Ohren, dass der Sultan seine Tochter mit dem Sohn des Wesirs vermählen wolle. Da wurde er sehr zornig, ging in seine Kammer, holte die Lampe hervor und rieb sie. Sofort erschien der Geist vor ihm und sprach: »Verlange, was du willst.« »Höre«, antwortete Aladdin, »der Sultan hat sein Wort gebrochen und will seine Tochter mit einem anderen verheiraten. Bring mir Braut und Bräutigam hierher.« Wenig später kehrte der Geist mit den beiden zurück, legte den vor Schreck erstarrten Sohn des Wesirs auf den Abtritt und die schöne Prinzessin zu Aladdin auf die Liegestatt. Und noch vor Tagesanbruch brachte er sie in das Schloss zurück. So geschah es 3 Tage nacheinander,
Und am vierten Tage erzählte die Prinzessin ihrem Vater von ihren schrecklichen Erlebnissen. Und jetzt erinnerte sich dieser daran, dass er einem anderen sein Wort gegeben hatte. Der neidische Vezier aber riet ihm, von Aladdin 40 Schalen aus reinem Gold zu verlangen, gefüllt mit ebensolchen Edelsteinen wie beim ersten Mal. Da hieß Aladdin seinen Dämon, ihm diese herbeischaffen. Dazu 40 der lieblichsten Sklavinnen, 40 Eunuchen und 40 Mamelucken mit Rössern, Rüstungen und Waffen. Dann kleidete er sich in ein kostbares Gewand und zog mit seinem Tross quer durch die Stadt zum Palast des Sultans, wobei er Goldstücke unter das rasch herbeieilende Volk streuen ließ. Da waren alle Leute von ihm entzückt, priesen ihn und riefen: Er hat die Tochter unseres Herrschers verdient. Der Sultan versammelte die Vornehmen des Landes um sich und teilte ihnen mit, er wolle seine Tochter mit Aladdin vermählen. Aladdin trat vor die Emire, Wesire, Statthalter und Hauptleute und sprach zum Herrscher: Ich möchte dir für die große Huld danken, die du mir, einem Geringen in deinem Lande, gewährst. Möge Allah dir ein langes Leben schenken. Als der Sultan Aladdin in seinem prächtigen Gewand erblickte, die Schar seiner Diener und Krieger übersah, zog er ihn an seine Brust und sprach: Willkommen, mein Sohn. Mein Leben wird durch dich beglückt werden. Und er gab den Befehl, sofort die Urkunden zu schreiben und das Ehebündnis zwischen der Prinzessin und Aladdin zu schließen. Aladdin aber zog sich für einen kurzen Moment zurück, nahm die Lampe und rief seinen Diener. Dann befahl er: Bau mir ein Schloss gegenüber dem Palast des Sultans von wunderbarem Bau, das selbst Könige seinesgleichen noch nicht gesehen haben, vollkommen eingerichtet. Mit einem Teppich, der sich von meinem Schloss bis zum Sultanspalast erstreckt, damit meine Frau, die Prinzessin, ihren Fuß nicht auf die Erde setzen muss, wenn sie dorthin kommt. Der Geist verschwand, und ehe die Morgenröte begann, kehrte er zurück und sprach: Mein Gebieter, was du wünschst, ist da. Da zogen Aladdin und seine Prinzessin in das größte und schönste Schloss, das je die Welt gesehen hat. Und als der Sultan starb, bestieg Aladdin den Thron. Weil er aber Recht und Gerechtigkeit gegen jedermann übte, wurde er Zeit seines Lebens vom Volke geliebt und geehrt und war zufrieden und glücklich sein Leben lang.